Müde, schlapp, energielos, das kennen wir alle. Täglich habe ich Patienten, die sagen, hier stimmt was nicht, ich bin energielos, ich bin müde, ich bin schlapp. Wir müssen jetzt mal was checken, damit ich weiß, was mit mir los ist. Die Diagnostik ist ein Riesenfaktor, vor allen Dingen bei der Therapie. Und ich gebe dir zum Schluss zwei Tipps mit auf den Weg, die absolute Gamechanger sein können beim Thema Müdigkeit und Erschöpfung. Viel Spaß mit dem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dir eigentlich helfen, dir selbst besser helfen zu können. Und wenn dir gefällt, was ich tue, dann lass es mich doch wissen mit einem kleinen Abo. Ein Klick für dich und für mich ein schönes Feedback. In der gynäkologischen Praxis kommt das Thema schon oftmals auf den Tisch, dass man sagt, ich bin müde, ich bin energielos und wird natürlich auch sehr oft in Zusammenhang mit irgendwelchen Hormonveränderungen gebracht. Was ja bei Frauen in den Wechseljahren ein Riesenthema ist. Über das Thema Schlafprobleme und Schlafmangel in den Wechseljahren habe ich ja schon ausführlich das Video gemacht, darfst du dir hier oben gerne mal anschauen. Tatsächlich wird dieses Thema Müdigkeit, Erschöpfung aber gar nicht so oft in der Praxis erwähnt. Fragt man aber systemisch nach, dann zeigt sich, dass über die Hälfte aller Menschen betroffen sind von Müdigkeit und Erschöpfung. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Das mag vielleicht den einen oder anderen ein bisschen verwundern, wenn man sich diesen weiblichen Zehnkampf in der Gesellschaft einmal überlegt. Mutter sein, Karriere machen, für sich selbst noch einstehen, viel, viel Mental Load auf den Schultern, plus hormonelle Schwankungen und zum Teil regelmäßige Blutungen mit Blutverlust, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Müdigkeit zu skalieren, irgendwie festzumachen, ist natürlich sehr schwierig, weil es ein unglaublich subjektives Gefühl ist. Manche fühlen sich wirklich antriebslos, energielos oder wirklich müde. Sogenannte Fatigue, so eine grundlegende Erschöpfung. Aber auch so eine Einschlafneigung tagsüber, dass man wirklich 2-3 Naps braucht, um überhaupt über den Tag zu kommen. All das wird subsumiert unter dem Begriff Müdigkeit, Erschöpfung, Schlappheit. Dann kommen wir zu der Frage, wann sollte ich denn eigentlich zur Ärztin gehen oder zum Arzt gehen und zu welchen überhaupt? Soll ich zur Gynäkologin gehen? Soll ich zum Hausarzt gehen? Soll ich zu einer Endokrinologin gehen? Wer ist da der richtige Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin? Faustregel, die hier auch immer hoch und runter gepredigt wird. Wenn dich ein Beschwerdebild, ein Symptom im Alltag einschränkt, also die Lebensqualität einschränkt, dann gehört es abgeklärt. Da ist es auch egal, ob das Schmerzen sind, ob das irgendwelche anderen Empfindungen sind, ob das ein kosmetisches Problem ist wie vermehrter Haarwuchs, ob das eine Blutungsstörung ist, egal. Sobald es im Alltag wirklich einschränkt, dann gehört es einfach ärztlich abgeklärt. Und wie das funktioniert und was für Ursachen gibt, klären wir jetzt. Ja, vielleicht kannst du dir mal im Kopf überlegen, was für Ursachen könnte es denn für eine Energielosigkeit und eine Schlappheit geben. Fallen dir bestimmt ad hoc 10 Stück locker ein. Und es ist natürlich sehr umfangreich. Es gibt ein sehr schönes Akronym, das Lemon genannt wird. Also Lemon, die Zitrusfrucht im Englischen. L steht dabei für den Lifestyle. Und das verwundert nicht. Klar, wenn ich wenig schlafe, und jetzt haben wir alle mal die Mütter und Frauen im Hinterkopf, wenn ich sehr viel Stress habe am Tag, wenn die Schlafqualität nicht so gut ist, weil ich nachts 3, 4, 5 Mal von einem Kind geweckt werde, oder vom schnarchenden Partner oder der Partnerin oder aber einen Bewegungsmangel habe, dann kann das natürlich irgendwann zu einer Ermüdung führen. E steht für endokrinologische, also hormonelle Ursachen und das leuchtet ein. Eine Schilddrüsenerkrankung, ob Über- oder Unterfunktion, kann solche Symptome machen, vor allen Dingen die Unterfunktion. Eine Nebennierenerkrankung, nehme mal den Morbus Addison oder ein Cushing-Syndrom, bin aber auch ein Diabetes zum Beispiel. Und wir haben es ja auch schon angesprochen, Wechseljahre zähle ich jetzt auch mal zu endokrinologischen Ursachen, wenn wir da einfach hormonelle Probleme haben und Umkehrschluss natürlich auch Zyklusstörung. M steht für metabolische Stoffwechselerkrankungen. Hier drunter muss man sich vor allen Dingen vorstellen, chronische Erkrankungen, die langwierig sind, die sehr zehrend sind, ob es Nierenerkrankungen sind, Lebererkrankungen oder zum Beispiel Herzerkrankungen wie eine Herzinsuffizienz können auf Dauer natürlich müde machen, genauso wie Infektionen, vor allen Dingen chronische Infektionen. Das Immunsystem muss ständig arbeiten, ist ständig beschäftigt. Anämie, und da sind wir wieder bei den Frauen, viele Punkte hier kann man wirklich auf die Frau münzen. Frauen haben sehr oft eine Eisenmangelanämie, weil sie einfach regelmäßig Blut verlieren und zum Teil zu viel Blut verlieren. Auch hier, was zu viel ist und wie man dagegen vielleicht vorgehen kann, habe ich dir dieses Video gemacht, darfst du dir da auch nochmal gerne anschauen. O steht für Observer, das ist ein bisschen abstrakt, also der Beobachtende, die Ärztin, der Arzt stellt die Diagnose aufgrund von irgendwelchen Beobachtungen, die gestellt wurden für die Müdigkeit. Also mit der Anamnese, mit der körperlichen Untersuchung und speziellen Tests wird dann eben eine Diagnose gestellt und deswegen ist das der Grund für die Müdigkeit. Da
dafür steht, das UN steht für Nutritional Ernährung. Und das leuchtet natürlich total ein. Wenn ich mich fehlernähre, falsch ernähre oder mangelernähre, dann habe ich natürlich zu wenig Substanzen. Mein Körper kann nicht richtig arbeiten. Ihm fehlen die Makro- und die Mikronährstoffe. Und das führt natürlich auf lange Sicht absolut zu einer Müdigkeit. Und bei Ernährung denken wir immer alle an das Futtern. Aber wir dürfen hier Picheln nicht vergessen, das Trinken. Und zwar jetzt nicht den Alkohol, der übrigens auch ein Lifestyle-Faktor ist für Müdigkeit, sondern eben, dass man gut hydriert ist, also ausreichend Wasser zu sich nimmt, denn auch das kann zur Müdigkeit führen. Hast du vielleicht selbst auch mal erlebt, dass du dich irgendwann mittags gefragt hast, wie viel habe ich denn heute eigentlich getrunken? Noch nicht so viel. Und dann trinkst du ordentlich und danach fühlst du dich schon wieder ein bisschen energetischer. Macht auch total Sinn. Unsere Zellen brauchen Wasser, um auch Stoffaustausch zu machen. Das sind nur wenige kleine Beispiele für dieses Akronym und Ursachen. Ich kann dir hier mal eine Riesenliste einblenden, was für körperliche und psychische Ursachen es natürlich auch noch gibt für das Phänomen Müdigkeit, Fatigue. Die alle hier durchzudeklinieren, sprengt natürlich jeglichen Rahmen. Aber dass du es wenigstens mal gehört hast und dieses Akronym LEMON für dich auch mal interpretieren kannst, welche Faktoren spielen bei mir vielleicht eine Rolle, das ist schon mal ganz, ganz hilfreich und wichtig. Und jetzt geht's natürlich weiter. Gibt es denn irgendwelche speziellen Untersuchungen, die gemacht werden können? Das erlebe ich sehr oft in der Praxis. Ich möchte einmal Vitamine checken, weil ich müde bin. Und ich möchte einmal Hormone checken, weil ich müde bin. Was macht dann die Ärztin oder der Arzt? Und wer ist überhaupt der erste Ansprechpartner? Es ist, wie so oft, interdisziplinär gewünscht. Das heißt, die Hausärztin, der Hausarzt, die vielleicht Endokrinologin, der vielleicht Gynäkologe, Gynäkologin, die müssen alle Hand in Hand arbeiten. Und das tun sie in den meisten Fällen auch. Erste Anlaufstelle ist sicherlich auch erstmal die Hausärztin, der Hausarzt, Allgemeinmediziner. Denn die machen erstmal eine Anamnese und gucken, wo geht's denn hin, in welche Richtung. Ja, die fragen diese LEMON, dieses Akronym natürlich auch ab. Und was die natürlich auch rauskriegen wollen, steckt dahinter vielleicht auch eine psychiatrische Erkrankung? Ist es eine Angststörung? Haben wir eine Panikstörung? Haben wir eine Depression, die natürlich auch alle in diese Richtung gehen? Klar, körperliche Untersuchung gehört dazu. Wir gucken uns Schleimhäute an. Sind die rosig? Sind die gut durchblutet? Oder sieht man da schon quasi die Anämie einen anschreien? Gibt es irgendwelche anderen Erkrankungen? Wie sieht die Leber aus? Und so weiter und so fort. Natürlich gehört eine Glukose, ein Blutbild dazu. Natürlich guckt man sich die Leber und die Nierenwerte an. Natürlich sollte man die Schilddrüse angucken und je nachdem, wenn du jetzt eine Frau bist, vom Zyklus abhängig eine Hormonbestimmung, ob da soweit alles passt, damit das als Erklärung rausfällt. Ein Eisenspeicher, das freie Eisen, das sind alles wichtige Faktoren, die man in so einer Blutuntersuchung eben auch wissen möchte. Ganz, ganz wichtig sind auch Entzündungsmarker. Dieses sogenannte CRP als Entzündungsprotein möchte man natürlich auch wissen. Gibt es eine chronisch entzündliche Erkrankung vielleicht im Körper, die so CRP ist. Und dann kommen wir zu den guten alten Mikronährstoffen. Das ist momentan sehr, sehr en vogue, dass man alles checken lassen möchte. Klar macht man auch mal einen Vitamin-D-Status, gerade jetzt im Winter. Klar kann man mal nach den B-Vitaminen gucken, nach Zink, Selen, nach Magnesium, nach Vitamin C. Das sind ja alles logische Untersuchungen. Aber eins kann ich dir schon mal vorwegnehmen. Wenn dann Mangel da ist, klar, sollte man den ausgleichen. Und das geht auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Aber Nahrungsergänzungsmittel sind eben nicht ein Allheilmittel, dass ich sage, ich bin müde, ich fahre mir jetzt mal einfach so ein Kombipräparat rein und alles wird gut. So funktioniert der Körper leider nicht. Und da kommen wir gleich zu meinen zwei Tipps, die ich dir auf den Weg geben möchte. Der größte Tipp ist eigentlich, sein Darmmikrobiom im Auge zu behalten und gesund zu gestalten. Der Darm an sich ist ein Gesundheitsorgan und wenn der gesund ist, dann geht es uns in den allermeisten Fällen auch wunderbar. Wir haben leider die Angewohnheit, dass wir denken, wir ernähren uns super. Wenn man dann aber wirklich mal ein Ernährungstagebuch führt oder auch eine professionelle Ernährungsberatung macht, dann merkt fast jeder, dass da an der einen oder anderen Ecke was nicht stimmt und nicht stimmen kann. Und das ist auch mal okay, aber auf lange Sicht wird so ein Darmmikrobiom immer ungesünder und immer einseitiger. Also ist jetzt nicht die Devise, okay, dann fahre ich mir jetzt einfach mal Prä- und Probiotika in einer Kur rein für 6 Wochen und alles wird gut, sondern wirklich langfristig in die Ernährung reinzugehen, eine Ernährungsberatung zum Beispiel mal zu machen und dann peu à peu und Stück für Stück so ein bisschen was umzustellen, damit das Darmmikrobiom gesund ist und auch gesund bleibt. Und das ist ein riesen Energiebooster. Der zweite große Tipp, und der ist immer leicht dahingesagt und manchmal gar nicht so leicht umzusetzen, Schlaf. Der gute alte Schlaf ist wahnsinnig wichtig. Und ja, auch den kann man beeinflussen. Die Schlafhygiene ist enorm wichtig, dass man wirklich rituell immer dieselben Abläufe abends hat. Und das ist eben nicht
Netflix anzumachen und zu gucken, wann schlafe ich ein und der Timer steht auf 2 Stunden vorm Fernseher, sondern wirklich versuchen runterzufahren, die Bildschirme wegzunehmen und sich genügend Schlaf zu holen. Das ist bei den einen 6 Stunden, das ist bei den anderen 8, 9 Stunden. Schlaf und den Darm gesund halten, also auf die Ernährung achten, sind 2 absolute Booster gegen Erschöpfung, Müdigkeit und Schlappheit. Klar, wir haben es gehört, es gibt viele Erkrankungen, die das verursachen können. Die müssen natürlich ausgeschlossen werden. Und mit Ernährung kann man sogar seinen Zyklus ganz gut beeinflussen. Das sage ich dir hier in diesem Video. Und wenn das Schlafproblem in den Wechseljahren für dich doch ein Thema ist, dann darfst du hier unten nochmal draufklicken. Und ganz, ganz wichtig, hier ist der Abo-Knopf. Bitte einmal das Abo dalassen, dann freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.